Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht es. Mal, mal gucken, dass wir jetzt hier. Oh Gott, und schon gleich gehe ich beinahe drauf. Oh, ganz, ganz, ganz schnell. Nein! Och, das ist doch jetzt. Och. Nein, nein, nein. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Nein, nein, nein. Och. Ich dachte, er kommt so ein bisschen von der Wand runter. Okay, denn da muss ich ganz schnell da auf die Plattform rüberkommen. Okay. Sei vorsichtig, Lara! Oh. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, nein! Beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Was ist denn jetzt geschehen? Oh, Alter. Die Kamera. Okay, ich wollte jetzt gar nicht hier hin. So, kann mir mal irgendeiner erzählen, wie ich jetzt hier wieder... Alter, die Kamera ist halt furchtbar. Oh. Okay, ich habe jetzt keine... Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich jetzt da an den Vorsprung rangekommen bin. Und ich habe keine Ahnung, oder? Okay. Egal. Alter, warum lenkt sie immer so zur Seite? Ich muss nach vorne laufen. Ich auch. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Nee. Na doch. Okay. Also... Da kann man wohl irgendwas kaputt machen. Na, falscher Button. Okay. So, hier ist aber nichts. Dann gehen wir mal weiter. Scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Ah, die beiden, die nicht irgendwas sagen können und meckern können. Das könntest du bewegen.
Okay, aber... Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Okay. Nee, ich dachte, ich könnte mich an diesem Vorsprung da festhalten. Aber das war wohl ein... Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Ja, okay, gut. Ja, aber jetzt ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich jetzt mit dem Krieg den jetzt einsetzen kann oder soll oder muss, um jetzt über das Feuer wieder zu kommen. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Ja, wenn ich ihn jetzt einfach so vor mir her schiebe, da geht er sofort drauf. Also das haut nicht hin. Ich frage mich auch, was kann ich jetzt hier machen? Ist ein Mechanismus. Aber was kann ich hier machen? Ah, das kann ich bewegen. Ist hier noch irgendetwas? Den hatte ich ja das letzte Mal übersehen. Ja. Den kann ich hier nicht reinschieben oder dergleichen. Aber was bringt es mir, dass ich den jetzt reinschieben kann? So, wenn ich jetzt loslasse, werde ich wieder zurückgeschoben. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Da scheint irgendwo Öl. Ach, Mensch, schon wieder. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Okay, man kommt also nicht. Wirklich hier drüber. Okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie kann ich jetzt den Käfig einsetzen, um durch das Feuer zu kommen.
glaube auch nicht, dass ich ihn... Ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Na okay, gut. Okay, gut. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Och, was soll ich jetzt etwa von hier aus über das Feuer rüberspringen? Da drüben hin, dann auf den Käfig drauf und vom Käfig dann... Och nö. Och nö. Ach, gerade bevor ich gesprungen bin. Das könnte schon länger dauern. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. So haben die sich das wohl gedacht. Nein! Och Mann, das ist doch gerade so gut. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Das muss das Timing stimmen. Ach! Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert. Okay, gut. Das kann ein bisschen dauern, Leute. Also, der Part wird ein bisschen länger gehen. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Ja, es wäre mal nett, wenn sie hier einen Kontrollpunkt reingemacht hätten. Okay. Huh.
Vielleicht komme ich ja oben drüber. Oben drüber? Ja, okay, gut, den Käfig. Allerdings auch. Ja, okay, gut, da wird mein Band in der Zeit zu gut. Ach, das war mehr Feuer. Okay, aber wozu soll ich jetzt hier in diesen Raum reingehen wollen? Okay, was zum Beispiel ist denn jetzt mal hier in dem Raum hier drin? Ja, das ist irgendwie ein Artefakt. Oder so etwas. Ich weiß jetzt nicht. Na, ich glaube, ich brauche die beiden Käfige noch. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Okay. So weit kann ich niemals kommen. Das ist cool. Thank you.
Aber ich komme vielleicht... Oh ja. Wow, warum hat mir das Leben abgezogen? Ausprobieren. Alles klar. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Käfige noch brauche. Aber ich glaube nicht, ich kriege sie die Treppe hier nicht hochgezogen. Gut, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.